Seherin und Prophetin, heilkundige Äbtissin und Komponistin, Heilige und Kirchenlehrerin. Hildegard von Bingen war eine Frau aus dem 12. Jahrhundert. Was für sie selber wichtig war, dass sie Visionen hatte und Auditionen. Und diese Visionen hat sie niedergelegt im Buch, das heißt Liber Scevias, Wisse die Wege. Und diese 27 Visionen aus diesem Buch, die sind auch hier auf dem Hildegard-Weg zu finden. Und denen folgen wir sozusagen als Pilgerwanderer. Das ist ein besonderer Pilgerwanderweg. Da steht nämlich nicht nur Hildegard drauf, sondern es ist auch sehr viel Hildegard drin. Ich habe den Hildegard-Weg hier im Nahland mit initiiert und da wandere ich auch heute. Der Hildegard-Weg ist 140 Kilometer lang in 10 Etappen. Also es fängt an, Idar-Oberstein über Kirn. Das Zentrum ist der Disibodenberg und dann durch den Bingerwald nach Bingerbrück. Und die 10. Etappe geht dann über den Rhein zur Abtei St. Hildegard. Es ist insofern nicht nur eine sportliche Erfahrung, die man machen kann, sondern auch eine spirituelle Erfahrung oder umgekehrt. Wenn man wie ich eher so ein spiritueller Mensch ist, der dann geht, dann merkt er auch, dass es in die Muskeln geht und dass es auch manchmal bestimmte Steigen im Hunsrück auch eine richtig sportliche Erfahrung ist, die man machen kann. Viele Menschen wissen gar nicht, wo das Land der Hildegard ist. Sie heißt ja Hildegard von Bingen, aber wenn man korrekt wäre, müsste man eigentlich sagen Hildegard von Disibodenberg. Und das historische Land der Hildegard ist sozusagen relativ unerschlossen. Meine Mutter hat diese Klosterruine von ihrem Großonkel geerbt in den 50er Jahren. 1989 hat sie aus diesem Privatbesitz eine Stiftung gegründet, der Disibodenberger Scevias Stiftung, deren Vorstand ich heutzutage bin. Hildegard ist immer ein Dauerthema am Disibodenberg. Für mich persönlich ist das Hauptthema, dass sie eigentlich ein Vorbild ist als Frau, wie sie ihr Leben gestaltet hat. Oder auch diese Führungsaufgabe, die sie sich selbst ja gestellt hat. Dieses Unternehmen zu starten, das bedeutet viel, viel Mut, das bedeutet Kraft, das bedeutet eine gewisse Übersicht auch zu haben über die Dinge. Und das finde ich einfach sehr, sehr beeindruckend. Die Besonderheit vom Disibodenberg ist eigentlich zum einen, dass er ja das Zuhause von Hildegard von Bingen fast 40 Jahre lang war. Zum anderen aber auch für den heutigen Besucher die mystische Atmosphäre. Das ist wie so eine kleine Stadt mitten im Wald. Ich glaube, dieser erste Anblick, dieser erste Eindruck ist schon atemberaubend. Es ist bekannt, dass am Disibodenberg und rund um den Disibodenberg römische Siedlungen bestanden haben. Und ich habe mir dazu irgendwann Gedanken gemacht und bin hier durch die Disibodenberg-eigene Steillage und habe einfach die Pflanzen beobachtet, die außerhalb der aktuellen Rebpflanzung gestanden haben. Dabei hat sich herausgestellt, dass dort wohl die älteste Rebe, die man in Europa gefunden hat oder in Deutschland, wächst. Das ist der Weiße Orléans. Einen Lieblingsplatz direkt habe ich hier eigentlich tatsächlich gar nicht. Die ganze Ruine ist ein einziger Lieblingsplatz.